Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Otto Hahn, die Kernspaltung, Biografie. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildhafte deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieser erste Teil stellt die Biografie von Otto Hahn vor, zur Physik der Kernspaltung, zum Werk Otto Hahns und seinen Auswirkungen verweise ich auf den zweiten Teil. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Otto Hahn, die Kernspaltung, zunächst zur Biografie. Otto Hahn wurde am 8. März 1879 geboren als jüngstes Kind des Frankfurter Glasermeisters Heinrich Hahn 1845 bis 1922 und dessen Frau Charlotte, geborene Giese, 1845 bis 1906. Er starb am 28. Juli 1968 in Göttingen. Otto Hahn erhielt 1944 den Nobelpreis für Chemie für die Entdeckung der Atomkernspaltung, mit der das Atomzeitalter begann. Er gilt als Vater der Radiochemie, weil er ein begnadeter Chemiker war. In der NS-Zeit blieb er menschlich anständig. Nach dem Kriege propagierte er die friedliche Nutzung der Kernenergie. Otto Hahn verlebte mit den Brüdern Karl, Heiner und Julius eine behütete Kindheit in Frankfurt. Mit etwa 15 Jahren begann er, sich in besonderer Weise für Chemie zu interessieren und unternahm mit Schulkameraden in der Waschküche seiner Mutter chemische Experimente. Nach dem Abitur an der Klinger Oberrealschule in Frankfurt begann Otto Hahn 1897 in Marburg ein Studium der Chemie und Mineralogie sowie im Nebenfach Physik und Philosophie und promovierte 1901 auch in Marburg. Hier ein Bild aus dieser Zeit. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Selbst Ausnahmeerscheinungen wie Otto Hahn tragen hier den Es ist erreicht Schnurrbart der Kaiserzeit. Nach einem Pflichtmilitärdienst von einem Jahr kehrte er 1902 als wissenschaftlicher Chemieassistent an die Universität Marburg zurück. Auf Empfehlung seines Professors Theodor Zincke, Professor für Chemie in Marburg 1847 bis 1928, arbeitete Otto Hahn 1904 bis 1905 in London bei Sir William Ramsay, dem berühmten Entdecker der Edelgase. William Ramsay war ein schottischer Chemiker und erhielt den Nobelpreis für Chemie 1904. Er lebte von 1852 bis 1916 und ist gestorben durch Nasenkrebs leider als Folge der radioaktiven Bestrahlung. Otto Hahn beschäftigte sich mit dem jungen Gebiet der Radiochemie, also dem Teilgebiet der Chemie über radioaktive Substanzen. Er entdeckte das Radiothorium, das sich später als ein bisher unbekanntes Isotop des schon bekannten Elementes Thorium herausstellte. 1905 wechselte Otto Hahn nach Montreal in Kanada und arbeitete bei Ernest Rutherford. Rutherford ist der bekannte neuseeländische Physiker, der 1908 den Nobelpreis für Physik erhielt. Er lebte von 1871 bis 1937. Erneut entdeckte Otto Hahn hier mehrere radioaktive Isotope. Ab dem Sommer 1906 arbeitete Otto Hahn in Berlin an der Humboldt-Universität und entdeckte mehrere radioaktive Isotope. 1907 habilitierte er sich. Seit 1907 arbeitete er mit der aus Wien stammenden Physikerin Lise Meitner zusammen für die kommenden 30 Jahre. Lise Meitner hier im Bild aus dieser Zeit und zur Biografie verweise ich auf ihr Kapitel. Es resultierte eine lebenslange Freundschaft. 1908 publizierten beide eine Arbeit über den radioaktiven Rückstoß durch Alphastrahler. Dabei handelt es sich um den messbaren Rückstoß, den Atomkerne
beim radioaktiven Zerfall aufgrund der Impulsgesetze erfahren. Mit der Rückstoßmethode entdeckten sie erneut vier radioaktive Isotope. 1912 wurde Otto Hahn, hier ein Bild aus dieser Zeit, zum Leiter der radiochemischen Abteilung des neu geschaffenen Kaiser-Wilhelm-Institutes für Chemie in Berlin berufen. Später wurde er Direktor dieses Instituts von 1928 bis 1946. Ein kleiner Exkurs im Persönlichen. 1913 heiratete Otto Hahn die Kunststudentin Edith Junghans, 1887 bis 1968. 1922 wurde der einzige Sohn Hanno geboren, der später ein bekannter Kunsthistoriker und Architekturforscher wurde. Er verunglückte leider 1960 zusammen mit seiner Frau Ilse auf einer Studienreise in Frankreich mit dem Auto tödlich. Sie hinterließen den damals 14-jährigen Sohn Johannes Dietrich Hahn, der heute in Thailand lebt. Hier können Sie noch lächeln. Ein Jahr später geschah das schreckliche Unglück. Im Ersten Weltkrieg wurde Otto Hahn Offizier in der von Fritz Haber geleiteten Spezialeinheit für chemische Kriegsführung. Fritz Haber war ein deutsch-jüdischer Chemiker, der den Nobelpreis für Chemie 1918 erhielt. Er war ein Erfinder von Giftgas im Ersten Weltkrieg, aber auch der Entwickler des Haber-Bosch-Verfahrens zur Ammoniaksynthese für die Sicherung der Welternährung. Also ein ambivalenter Mensch in diesem schrecklichen Jahrhundert. Er lebte von 1868 bis 1934. Die Einheit entwickelte, testete und produzierte Giftgas für Kriegszwecke. Otto Hahn prüfte dieses mit Gasmasken und Filtern in gefährlichen Selbstversuchen. Hahn erhielt mehrere Orden und war seit 1916 Mitglied des Großen Hauptquartiers in Berlin. So konnte er sich mitten im Krieg erneut der radiochemischen Forschung widmen. 1917 isolierte Otto Hahn mit Lise Meitner zusammen ein Element, das sie Protoactinium nannten und das 1949 endgültig als Element Nummer 91 als Protactinium anerkannt wurde. Hier im Bild eingekreist am Beginn der Actinoidenreihe. Es handelt sich um ein langlebiges, festes, metallisch wirkendes Zerfallsprodukt des Urans, welches ein Alpha- und Beta-Strahler ist und in der Natur selten vorkommt. Seit 1924 wurden Otto Hahn und Lise Meitner mehrfach für den Chemie-Nobelpreis vorgeschlagen. Hier beide im Bild bei der Arbeit im Institut in Berlin. 1921 entdeckte Hahn die Kernisomerie. Das sind Atomkerne, die in der Zahl der Protonen und Neutronen gleich sind und sich nur in den Energiezuständen, also Grundzustand oder angeregt, unterscheiden. Karl Friedrich von Weizsäcker, deutscher Physiker und Philosoph 1912 bis 2007, konnte erst 15 Jahre später die Kernisomerie theoretisch erklären. 1926 publizierte Otto Hahn eine Monographie über das Vorkommen von radioaktiven Isotopen auf der Erde, welche die bis dahin umstrittene Theorie der Kontinentalverschiebung von Alfred Wegener hier im Bild und siehe auch das Kapitel über unseren berühmten und tragischen Polarforscher, welche diese Theorie zusätzlich radiochemisch bestätigte. In den 1920er und frühen 1930er Jahren hielt Otto Hahn internationale Vorlesungen über Radiochemie, die bedeutenden Einfluss auf praktisch alle Nuklearwissenschaftler der nächsten 20 Jahre hatten. Hier im Bild eine solche Gruppe von Wissenschaftlern und Freunden in Münster 1932, in der Mitte von links Lise Meitner, Ernest Rutherford und Otto Hahn. Am 13. Juli 1938 verhalf Otto Hahn seiner Mitarbeiterin Lise Meitner, die jüdischer Herkunft und daher gefährdet war, zu einer illegalen Ausreise über Holland nach Schweden. Sie unterhielten einen ständigen schriftlichen Kontakt. Zu Lise Meitner verweise ich auf das eigene Kapitel. Hier im Bild der legendäre Arbeitstisch von Otto Hahn und Fritz Strassmann. Zur Vorgeschichte.
Der italienische Physiker Enrico Fermi von 1901 bis 1954 war 1938 nach Amerika emigriert und hatte entscheidenden Anteil an der amerikanischen Atombombe. Er erhielt 1938 den Nobelpreis für Physik und ist 1954 leider gestorben an Magenkrebs. Also Enrico Fermi hatte 1934 begonnen, Uranatome mit Neutronen zu beschießen. Man glaubte damals, dass schwere Elemente mit Ordnungszahlen größer als 92, die sogenannten Transurane, dadurch hergestellt werden könnten. Von der deutschen Chemikerin Ida Eva Noddack, 1896 bis 1978, war das genaue Gegenteil richtig vorausgesagt worden. Otto Hahn nun und Fritz Strassmann, ein deutscher Chemiker 1902 bis 1980, fanden in einer mit Neutronen bestrahlten Uranprobe im Dezember 1938 Spuren von Barium. Das entscheidende Experiment fand am 17. Dezember 1938 statt und bewies ein Zerplatzen, später Spaltung genannt, des Urankernes in mittelschwere Atomkerne. Es war die Entdeckung der Kernspaltung. Bei dem Vorgang der Kernspaltung wurde sehr viel Energie frei, hier in der Grafik plastisch dargestellt und damit eine bisher unbekannte Kraftquelle. Dabei wurden zugleich mehrere Neutronen freigesetzt, die eine Kettenreaktion auslösen können. Durch Hahns präzise Messungen des Barium konnten die winzigen Mengen der Bruchstücke erst identifiziert werden. Am 11. Februar 1939 lieferten Lise Meitner und ihr ebenfalls nach Schweden emigrierter Neffe Otto Robert Frisch, ein österreichisch-jüdischer Physiker 1904 bis 1975 aus Stockholm, die mathematisch-theoretische Erklärung für die Reaktion der Kernspaltung. 1944 wurde Otto Hahn der Nobelpreis für Chemie für die Kernspaltung verliehen. Dieser konnte ihm jedoch erst 1946 ausgehändigt werden, hier im Bild die Urkunde. Während des Krieges arbeitete Otto Hahn weiter im KWI-Institut für Chemie und stellte eine Liste von 25 Elementen und 100 Isotopen auf, trotz der eingeschränkten Arbeitsbedingungen. Am 11. Februar 1944 wurde das Institut durch Bombentreffer zerstört. Hahn verlegte Teile des Institutes nach Süddeutschland, nach Tailfingen auf der Schwäbischen Alb und lebte mit seiner Frau dort bis zum Kriegsende. Während der Zeit des Nationalsozialismus war Otto Hahn ein strikter NS-Gegner. Aus Protest gegen die Entlassung jüdischer Mitarbeiter trat er 1934 aus dem Lehrkörper der Berliner Universität aus. Am Kaiser-Wilhelm-Institut konnte er weiterarbeiten. Er weigerte sich stets, der NSDAP beizutreten und Bekenntnisse zu Adolf Hitler zu unterschreiben. Während der NS-Zeit halfen er und seine Frau in vielfältiger Weise Verfolgten und insbesondere Juden. Während der Kriegszeit unterstützten sie zusammen mit anderen Helfern hunderte versteckte Juden in Berlin, das gab es noch, mit Lebensmittelkarten. Im April 1945 internierten ihn die Engländer zusammen mit anderen führenden Wissenschaftlern in Farm Hall nahe Cambridge. Dort erreichte sie die Nachricht von dem Abwurf der beiden Atombomben in Japan, was Otto Hahn schwer erschütterte und an den Rand des Suizids trieb. Die Freunde konnten ihn davon abhalten. Hier im Bild die dunkle Seite der Kernkraft, die Atombombe über Nagasaki. Auf Wunsch des Greisen Max Planck übernahm er 1946 die Präsidentschaft der Reste der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Diese wurden 1948 in die neu geschaffene Max-Planck-Gesellschaft überführt. Er blieb ihr Präsident bis 1960 und betrieb erfolgreich den Wiederaufbau. Nach dem Kriege trat Otto Hahn in zahlreichen Vorträgen für die zivile Nutzung der Kernindustrie ein, in einer fernen Vision auch durch Kernfusion. Hier im Bild eine Tagung 1964 in Kiel. Er wandte sich energisch gegen die militärische Nutzung der Kernspaltung und insbesondere gegen Kernwaffen und Atomversuche. Dies geschah in Ost und West. Seine Autorität wurde auf beiden Seiten anerkannt.
Es folgten zahlreiche Konferenzen ab 1954 bis zum erfolgreichen Abkommen über den Atomversuchsstopp in Moskau 1963. Durch seine Reisen wurde Otto Hahn ein Botschafter des neuen Deutschland und bereitete 1959 mit einer Reise nach Israel die beginnenden diplomatischen Beziehungen vor. Im März 1968 zog sich Otto Hahn beim Aussteigen aus seinem Dienstwagen eine Verletzung an der Halswirbelsäule zu, die nach einem 4-monatigen Krankenhausaufenthalt in Göttingen am 28. Juli 1968 zum Tod an Herzversagen mit 89 Jahren führte. Die Trauerfeierlichkeiten wurden zu einem großen Ereignis. 4 Wochen später verstarb auch seine geliebte Frau Edith und wurde neben ihm in Göttingen bestattet. Erholung fand Otto Hahn bereits in jungen Jahren beim Bergsteigen, in der Musik und in der Literatur. Hahn erhielt unzählige Ehrungen zu Lebzeiten und nach seinem Tode. Das erste nuklearbetriebene Forschungsschiff Europas, hier im Bild, wurde nach ihm benannt und lief 1964 in Kiel unter seiner Anwesenheit vom Stapel. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auf den zweiten Teil mit einer kurzen Darstellung der Physik der Kernspaltung und des Werkes von Otto Hahn und seinen Auswirkungen sowie auf die übrigen Kapitel. Diese bunte Mischung an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren deutsche Vorfahren, die sich wie Otto Hahn genial und standhaft gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.